Achter und letzter Lauf zum Tourenwagen Cup am Nürburgring. Gesucht wird der erste Meister in dieser noch recht jungen Rennserie. Und gefunden werden soll er im Kampf der Giganten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auf der Kurzanbindung, wie sie genannt wird, am Nürburgring. Duell der Giganten, ich habe es gerade eben gesagt, um die Meisterschaft kämpfen. BMW-Pilot Johnny Gecotto, 38 Jahre alt, der Lockenkopf aus Caracas, Venezuela. Dreimal Tourenwagen-Europameister, einmal Tourenwagen-Weltmeister, in der Formel 1 schon unterwegs gewesen. Ein Routinier also. Und der zweite Fahrer in diesem Duell, das ist Audi-Pilot Frank Bieler, auch schon deutscher Tourenwagenmeister gewesen. 30 Jahre alt, die beiden liegen in der Gesamtwertung ganz nah beieinander. Rund 30.000 Zuschauer hier am Ring, sie freuen sich heute auf dieses Duell Audi gegen BMW. Natürlich sind auch andere Fahrzeuge hier mit am Start, unter anderem auch Ford Mondeos. Und wir haben einen wunderschönen Ford Mondeo in dem tollen DSF-Blau hier stehen. Sie können bald Besitzer dieses Fahrzeuges sein, dazu am Ende dieser Übertragung etwas mehr. Wir schauen natürlich jetzt erstmal aufs Rennen. Der Zweikampf Johnny Gecotto gegen Frank Bieler, wie er sich im Laufe der Saison aufgebaut hat, das wollen wir Ihnen noch einmal schnell zeigen. Die Saison begann in Berlin mit einem Paukenschlag für Johnny Gecotto. Unfall im Aufwärmtraining. Sein BMW sah danach aus wie ein Kompaktfahrzeug der Dreier-Serie. Nur notdürftig repariert ging das Auto an den Start. Gecotto konnte nur wenige Punkte holen. Dagegen ein Triumph für Audi. Frank Bieler siegte vor Emmanuel de Pirro. Auch in Wunsdorf erneut Pech für Johnny Gecotto, ein Reifenschaden kurz vor Schluss, 0 Punkte für den Mann aus Venezuela. Dagegen Audi-Dominanz. Alle vier Audi-Piloten auf den ersten vier Plätzen, angeführt erneut von Frank Bieler, der seinen zweiten Saisonsieg feierte. Dann ein neues Gesicht auf dem Siegerpodest. Johnny Gecotto schlug zurück. Spektakuläre Fahrweise, hier presst er sich vorbei an Emmanuel Pirro. Der erste Saisonsieg für BMW und Johnny Gecotto, Frank Bieler wurde Zweiter. In Zandvoort wurde heiß gekämpft zwischen Audi und BMW. Nach einer Safety-Car-Phase konnte sich Emmanuel Pirro an Johnny Gecotto vorbeischieben. Frank Bieler siegte vor Pirro, Gecotto Dritter. Pech auf dem Österreichring für Frank Bieler. Er verpatzte den Start, kommt nur als Zehnter ins Ziel. Ein einziger Punkt für den Audi-Fahrer. Dagegen erneut ein Sieg für BMW, Alfred Heger. Gewinn vor Michael Bartels, Johnny Gecotto auf Platz 3. Der Rückstand wird kleiner. Auf dem Salzburgring gibt es gleich nach dem Start eine Kollision zwischen Alfred Heger und Emmanuel Pirro, in die auch Frank Bieler verwickelt wird. 0 Punkte für die beiden Audi-Stars. Johnny Gecotto dagegen gewinnt erneut. In Spa-Francorchamps hat Frank Bieler ein Problem in der Schikane, räubert über die Randsteine, zerstört sich die Ölwanne und kann froh sein, überhaupt noch ins Ziel zu kommen. Johnny Gecotto ist der dominierende Mann und feiert seinen dritten Saisonsieg. Damit steht es nach Siegen 3:3 zwischen Gecotto und Bieler. BMW kann sich über die gewonnene Tabellenführung freuen. Frank Bieler ist glücklich, überhaupt das Ziel zu sehen. Ohne einen Tropfen Öl kommt er ins Ziel und liegt nun einen Punkt hinter Gecotto. Audi möchte gerne Flügel haben, das wäre es heute. Neben mir Audi-Sportchef Dr. Ulrich. Im Training gestern, der Frank Bieler, 6 Zehntel hinterm Johnny Gecotto her gewesen. Haben Sie über Nacht aus dem Auto noch was herausholen können, was verändern können? Nein, wir sind mit dem Setup der Autos sehr zufrieden. Die Fahrer waren auch zufrieden. Wir haben beim Frank noch eine Kleinigkeit gefunden, und zwar im Schaltmechanismus. Und das konnte man beseitigen. Wir gehen voll Zuversicht in das Rennen. Gestern, wir haben ein paar Bilder vorbereitet, hat man vor allem im zweiten Training, als es geregnet hat, gemerkt, dass der Frank manchmal nicht so ganz sicher war. Da gab es einen Verbremser, wo er einen Ausritt hatte. Ist er nervlich sehr angespannt? Also das, was Sie gestern gesehen haben, das darf man nicht überbewerten. Der Frank war erstens einmal bei dem starken Regen versuchsweise einmal mit Slicks draußen, was sicherlich nicht einfach war. Und da kann es dann natürlich schon passieren, dass man sich verbremst. Und man hat ja gesehen, dass er ganz einfach das Auto dann abgefangen hat, geradeaus weiter stehen blieb ist und zurückfahren, um kein Risiko einzugehen. Es war nur ein Versuch, wie weit es mit Slicks geht, wenn es regnet. Wer wird Meister heute? Ich hoffe es für uns, dass Audi Meister wird. Und damit kommen wir rüber zu BMW, zu Marc Sura, Sportchef bei BMW. Der Johnny gestern im Training unglaublich gut gewesen. Wir haben auch da ein paar Bilder vorbereitet. Johnny Gecotto, ob im Trockenen oder auch im Nassen, was uns alle ein bisschen überrascht hat, die schnellsten Zeiten hingelegt. Wie kommt das? Ist das Auto jetzt so ausgeglichen, dass der Belag, der Zustand des Wetters schon völlig egal ist?
Ja, einerseits hat uns Michelin neue Reifen geliefert, speziell für dieses Rennen, die einen kleinen Vorteil bieten. Zudem ist das Warthofer-Team, also unser Werksteam, hier am Nürburgring stationiert. Das heißt, der Johnny kennt die Strecke in- und auswendig bei allen Bedingungen. Und ich glaube, das hat sich jetzt ausbezahlt. Der Johnny ist unglaublich erfahren. Hat man ihm eine besondere Anspannung angemerkt? Nein, überhaupt nicht. Er ist sehr ruhig. Das heißt, er hat totales Vertrauen in sein Auto. Wer wird Meister? Der Johnny muss werden. Ausgang des Rennens, wir werden es gleich erleben. Wir sind gleich wieder für Sie am Nürburgring zurück. Die Meisterschaftsentscheidung im Tourenwagen Cup auf einer der schönsten Rennstrecken der Welt, dem Nürburgring, rund 3 Kilometer lang. Dieser Kurs für Sie vorgestellt von Hans-Joachim Stuck. Nach Start und Ziel kommt die erste heikle Stelle nach dem Start des Castroles. Wenn wir uns da alle durchgeschwindelt haben, kommt dann die erste gerade Stelle zur Kurzanbindung. Danach kommt dann eine relativ langsame Kurve, das ist eine Linkskurve zum schnellen Bitbogen, hier wo man sehr, sehr sauber mitfahren muss, damit man viel, viel Schwung auf die nächste Gerade mitnehmen muss. Danach kommt dann eine sehr, sehr schnelle Kurve, die wird Vidol-Schikane genannt, die wo man im 5. Gang durchpfeift. Und da ist es wieder gefragt, wirklich sehr, sehr sauber und sehr schnell da durchzufahren, weil danach eine Rechtskurve kommt, wo eigentlich für meine Begriffe die beste Möglichkeit ist, einen auszubremsen. Danach kommt eine Rechts und da heißt dann schon wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 hochbeschleunigen auf die Gerade zu Start und Ziel. Das war also der Rennkurs, der Nürburgring, vorgestellt von Alexander Burgstaller, den Hans-Joachim Stuck. Den hören Sie jetzt gleich. Es geht in die Warm-up-Runde. Alles weitere, Startaufstellung, Rennkommentierung für Sie von Thomas Vogt. Jetzt geht es also los mit der Einführungsrunde. Insgesamt sind hier heute 31 Runden zu fahren auf dieser Strecke, die 3,029 Kilometer lang ist. Und der Titelkampf zwischen BMW und Audi kann beginnen. Vorne in der ersten Reihe Johnny Cecotto und Alfred Heger. Dahinter Emanuel Pirro und Frank Bieler. Und in der 5. Position, besser als bei den letzten Rennen, Hans-Joachim Stuck. Und mit dem versuchen wir jetzt gleich einmal zu sprechen. Hans, du stehst auf den 5. Startplatz, bist also weiter vorne als bei den letzten Rennen. Was wirst du denn heute versuchen, um Frank Bieler zu helfen, die Meisterschaft zu gewinnen? Ja, wir haben ja Gott sei Dank eine gute Startposition. Alle 5 Audis sind kompakt vertreten. Und wir werden jetzt versuchen, einer nach dem anderen den Schütteln Konto zu greifen, wenn das möglich ist. Aber wir werden sehen, es wird sicherlich vereinfacht werden. Auf jeden Fall hat natürlich Frank Bieler absolute Priorität. Was ist denn die beste Strategie für das gefürchtete Castrol-S? Ja, da muss man sich sortieren, man muss vor allen Dingen aufpassen, was von hinten kommt, welche Leute sich da versuchen reinzumischen. Wir müssen halt versuchen, den Brand da abzudecken. Okay Hans, wir werden später von dir noch einmal etwas hören, jetzt konzentriere dich auf den Start, vielen Dank, viel Glück. Das war also Stritzel. Alles klar, viel Spaß beim Zuschauen. Danke Stritzel, also das war Ihr rasender Kameramann aus dem Cockpit, Stritzel Stuck, die zweite Rennkamera hat Alexander Burgstaller dabei, der Teamkollege von Johnny Cecotto. Und hier die Startaufstellung, in der ersten Reihe 2 BMW-Fahrer, Johnny Cecotto und Alfred Heger. Beide haben noch Titelchancen, genauso wie Emanuel Pirro und Frank Bieler, also die 4 Titelkandidaten in den ersten 2 Reihen. Dann Stritzel Stuck und Patrick Bernhardt. In der 4. Reihe Rinaldo Capello und Michael Bartels im besten frontgetriebenen Fahrzeug. Reihe 5, Joachim Winkelhock, etwas enttäuschend, der hatte Fahrwerksprobleme, und Alexander Burgstaller. Reihe 6, Peter Cox, der Holländer, und Franz Engstler bei seinem Debüt im Tourenwagen Cup. Reihe 7, Markus Österreich im schnellsten Ford und Bruno Eichmann. Reihe 8 mit 2 weiteren Ford-Piloten, Terry Butzen und Klaus Bandjörz. Reihe 9 mit Ivan Capelli, der einen Ausrutscher hatte im ersten freien Training, und Marco Werner im einzigen Opel. Reihe 10, Philipp Müller im neuen Toyota Carina beim Debüt und Yolanda Sora, die einzige Dame im Feld. Reihe 11 mit Milos Bichl, einem weiteren privaten BMW, und René Hollinger im Mitsubishi Lancer, und einsam in der letzten Reihe Michael Heigert im privaten gelben BMW 318 IS. Nun wird es aber allmählich spannend. Hier haben wir den Mann, der heute aus eigener Kraft alles klar machen kann, Johnny Cecotto. Kommt er vor Frank Bieler ins Ziel und holt Punkte, dann ist er Meister. Umgedreht, wenn Frank Bieler vor ihm ins Ziel kommt, dann ist Frank Bieler Meister. Ein einziger Punkt trennt die beiden vor diesem Rennen
Und auch Alfred Heger und Emanuel Pirro können noch Meister werden, wenn sie dieses Rennen gewinnen. Und Bieler und Cecotto schlechter als auf dem 6. oder 7. Platz ins Ziel kommen. Noch sind die Fahrzeuge nicht alle aufgereiht. 23 Fahrzeuge mehr denn je. Und Start zum Tourenwagen-Cup. Hans-Joachim Stuck konzentriert mit der Rennkamera. Nun stehen alle Fahrzeuge. Hinten wird die grüne Flagge kommen und der Start stehend wie in der Formel 1. Es gibt herbe Strafen für einen Frühstart, der 40. Keiner erlauben. Es ist ganz, ganz wichtig, hier gut wegzukommen. Frank Bieler hat gesagt, wenn Johnny Cecotto einmal vor ihm ist, dann hat er eigentlich keine Chance mehr. Der Start und Cecotto kommt schlecht weg. Cecotto ist ganz schlecht weggekommen und Emanuele Pirro übernimmt die Führung vor Heger und Cecotto. Jetzt ist genau das eingetreten, was uns Frank Bieler gestern gesagt hatte. Es kann hier sein, dass wir mit dem Allradantrieb besser wegkommen. Bieler ist außen, versucht an Heger vorbeizugehen und Stuck ist innen durch. Stuck ist vor Cecotto und da dreht sich ein Audi. Das war nicht Frank Bieler, das ist klar. Ein Audi hat sich gedreht im Castrolis, aber es war nicht Bieler. Bieler ist noch drin, hinter Heger und Cecotto. Also, im Augenblick läuft es rein theoretisch für Johnny Cecotto, aber die Audi-Piloten sind vorne. Pirro vor Stuck. Und damit beginnen jetzt die strategischen Spiele. Heger macht bereits zu bei Frank Bieler und Pirro versucht jetzt Johnny Cecotto zu bremsen. Pardon, Stuck natürlich. Pirro ist vorne, Stuck zweiter, hat einen super Start und Bieler versucht jetzt an Alfred Heger vorbeizufahren. Jetzt sind die taktischen Spielereien natürlich hier voll im Gange durch diesen Start, den Johnny Cecotto verpatzt hat und auch Frank Bieler kam nicht gut weg. Cecotto versucht an Stuck vorbeizugehen und da knallt es. Beide sind draußen. Stuck geradeaus durch die Vedol-Schikane, aber Cecotto ist noch auf der Bahn. Strittel Stuck hat jetzt einiges mitgeschleppt am Gras. Wir sehen das im Spoiler und der Heckschürze, die hängt bereits runter. Da kam es zur ersten Kollision zwischen einem Audi-Fahrer und einem BMW. Berührung zwischen Johnny Cecotto und Hans-Joachim Stuck. Und Cecotto hat sich mit dieser Attacke vorbeigepresst am Stritzelstuck und liegt nun auf der zweiten Position vor Alfred Heger. Auch Winklock und Burgstaller jetzt vorbeigefahren an Hans-Joachim Stuck. Ich denke mal, dass der Stritzel jetzt einige Blessuren an seinem Auto hat und er wahrscheinlich das Tempo der vorderen Fahrer nicht mehr mithalten kann. Und Bieler versucht es jetzt an Heger vorbeizugehen. Der macht zu. Der fährt Kampflinie und Johnny Cecotto hat sich jetzt bereits um eine halbe Sekunde absetzen können von Alfred Heger. Hier sehen wir es. Heger fährt langsam und Bieler versucht es innen. Alfred Heger zickzack fahren, das ist natürlich genau das, was wir erwartet haben. Und nun wird Frank Bieler allmählich nervös werden, dem schon die Heckstoßstange runterhängt. Da hat es also ebenfalls eine Berührung gegeben. Aber jetzt kann es Alfred Heger allmählich nicht mehr sicherstellen, den Frank Bieler zu halten. Bieler innen im Hatzenbachbogen, die schnellste Kurve auf der Strecke. Und Bieler ist vorne, aber Heger auf der besseren Linie zum Anbremsen der Vedol-Schikane. Das ist die gleiche Stelle, wo es vorhin krachte zwischen Stuck und zwischen Cecotto. Und jetzt hat Bieler einen Vorteil. Aber Heger macht wieder die innere Tür zu. Und da knallte es erneut. Ein Audi-Fahrer räumt den Alexander Burgstaller weg. Das ist der Stritzel Stuck. Und Patrick Bernhard, der Teamkollege von Hans-Joachim Stuck, der bleibt jetzt hinter ihm stehen. Welche dramatischen Szenen hier in der Anfangsphase beim Tourenwagen-Cup. Hans-Joachim Stuck also hatte versucht, einen Platz gut zu machen, einen BMW zu überholen. Und dann kam es zur Kollision und dann wurde auch noch Patrick Bernhard in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt ist der Frank Bieler ziemlich allein da vorne. Emanuel Pirro hat den Vorsprung auf über 3 Sekunden ausgebaut, aber Bieler muss jetzt so schnell wie möglich versuchen, vorbeizukommen an Alfred Heger. Und wieder ist Heger fast angeschoben worden von Frank Bieler, werden wir hier den Spitzenreiter sehen, Emanuele Pirro, der übrigens am letzten Wochenende die italienische Tourenwagenmeisterschaft für Audi gewonnen hat. Riesengroß der Vorsprung auf Cecotto, 3 Sekunden. Und Heger fährt über seine Verhältnisse, um den Frank Bieler hinter sich zu halten. Er war heute früh im Aufwärmtraining, übrigens nur 15. hatte seine Bremsen angefahren, war stinkesauer, dass man das im Warm-up noch machen musste und er konnte keine schnelle Zeit fahren. Und er machte sich Sorgen vor diesem Rennen, dass seine Reifen nicht optimal wären für die lange Distanz. Er sagte, er hat eine gute schnelle Runde im Training geschafft, aber er weiß nicht, wie die Reifen über die insgesamt 31 Runden halten. Und Bieler ist in den langsamen Kurven viel, viel schneller als Alfred Heger, kommt jetzt besser heraus aus der Zielkurve, setzt sich neben Alfred Heger, der aber noch etwa eine Wagenlänge vor Frank Bieler ist. Bieler jetzt auf der besseren Innenbahn für das Castrolis und das müsste reichen. Und Bieler bremst Alfred Heger aus. Nun ist es passiert, Frank Bieler auf der 3. Position, jetzt auf der Jagd nach Johnny Cecotto. Und da hängt die Heckschürze schon runter bei Frank Bieler. Hat er irgendwo einen Treffer erhalten in dieser unglaublich turbulenten Anfangsphase.
Welch eine Dramatik, die hier den 35.000 Zuschauern auf den Rängen dieses kurzen Nürburgrings geboten wird. Und hier das Überholmanöver von Frank Bieler, das ist ganz, ganz fair gelaufen. Während hier übrigens gerade Alexander Burgstaller an die Boxen gefahren ist. Frank Bieler setzt sich vorbei an Alfred Heger. Um ein Lob hier für den Alfred Heger, der ganz, ganz brav hier Platz gemacht hat und sich nicht böse gewehrt hat. Und auch Stritzel Stuck steht an den Boxen inzwischen. Also einiges los in der Boxengasse. Hier sitzen wir wieder in seinem Auto. Das war so klar nach diesem heftigen Ausritt in der Vedolschikane nach der Kollision mit Johnny Cicotto. Und da ist Alexander Burgstaller. Also zwei der Herren, die den Herren Bieler und Cicotto helfen sollten, sind jetzt bereits nach vier Runden im Prinzip aus dem Rennen. Alexander Burgstaller ist wieder auf die Strecke gegangen, hat jetzt eine Runde Rückstand und ich hoffe, er wird nicht eingreifen in das weitere Renngeschehen. Aber Frank Bieler ist bereits vorbei. Hier haben wir Johnny Cicotto und dahinter taucht dann Frank Bieler auf. Ausgeschieden übrigens, das ist etwas untergegangen in dieser turbulenten Anfangsphase, ist Michael Bartels. Nicht mehr mit von der Partie, er war sehr, sehr gut im Training, der beste Fronttriebler auf der achten Position, aber das Rennen für ihn vorzeitig beendet. Der Abstand zwischen Frank Bieler und Johnny Cicotto, 5,19 Sekunden. Während der Stritzel Stuck, ich kann hier einmal gerade rausschauen aus meiner Kabine, aus dem Auto ausgestiegen ist. Also leider keine Bilder mehr von Stritzel Stuck und auch das zweite Kameraauto von Alexander Burgstaller hat jetzt bereits eine Runde Rückstand. Hier haben wir den Hans, den langen Hans, der alles versucht hat in der Anfangsphase. Und ich sehe auch unseren Reporter Klaus Reger bereits mit dem Mikrofon beim Stritzel Stuck. Frank Bieler hat sich absetzen können von Alfred Heger, schon über eine Sekunde. Und der Vorsprung von Emanuele Pirro auf Johnny Cicotto, der ist kleiner geworden. Und nun stellen Sie sich diese Situation vor. Pirro ist erster, Cicotto zweiter, Bieler dritter und er wird Pirro versuchen, nun natürlich zu bremsen. Aber wir haben jetzt den Stritzel Stuck vor dem Mikrofon. Ja, der Hans-Joachim Stuck ist hier bei uns in der Box und er ist ziemlich sauer aus dem Auto rausgekommen. Was war denn los, Hans-Joachim Stuck? Ja gut, so kann man auch Rennen gewinnen, wie Cicotto das gemacht hat. Man kann auch irgendwo reinfahren, wo kein Platz ist, einen in die Wiese schicken. Fürs nächste Mal weiß ich, das nächste Mal schieße ich ihn ab, hundertprozentig. Was ist denn mit dem Auto los? Das ist kaputt, der Spoiler hängt vorne weg. Das ist ja klar, da bin ich mit zwei in die Sandbett reingefahren. Der Querlenker ist krumm, du hast keine Chance. Gell. Viel Glück beim nächsten Mal, Hans-Joachim Stuck. Dankeschön und weiter mit dem Thomas Vogt. Stritzel Stuck ist natürlich stinkesauer. Sie müssen sich vorstellen, dieser Unfall passiert an der schnellsten Stelle der Strecke. Eingangsgeschwindigkeit in diese Vedolschikane, 220 Kilometer pro Stunde. Und daran sehen wir, mit welchem Einsatz Johnny Cicotto hier bei diesem Finale zum Tourenwagen-Cup ans Werk ging. Frank Bieler auf der dritten Position. Das reicht ihm nicht für den Titel. Er muss vor Johnny Cicotto kommen. Und der reduziert im Augenblick mit den schnellsten Rundenzeiten in diesem Rennen seinen Abstand zum führenden Emanuele Pirro. Und bevor wir den Stritzel Stuck vor dem Mikrofon hatten, wollte ich Ihnen jetzt einmal die Strategie, die man bei Audi mit Sicherheit haben wird, erklären. Denn der Emanuele Pirro, das ist der Teamkollege von Frank Bieler, der hat zwar noch theoretische Chancen, den Titel zu gewinnen, aber nur dann, wenn Bieler und wenn Cicotto kaum Punkte machen heute. Und der Emanuele Pirro, der wird nun natürlich in dieser Schlussphase des Rennens versuchen, den Johnny Cicotto so zu bremsen, dass Frank Bieler eine Chance hat, Cicotto einzuholen. Aber wir haben ja vorhin gesehen, da lässt Johnny Cicotto nicht mit sich spielen. Während der Abstand zwischen Johnny Cicotto und Frank Bieler im Augenblick anwächst, die letzte Runde von Johnny Cicotto war eine halbe Sekunde schneller als die von Frank Bieler. Nun ist das Aufhalten auf dem Nürburgring übrigens gar nicht so einfach, denn es gibt sehr, sehr viele Stellen, an denen überholt werden kann. Johnny Cicotto reduziert weiter den Abstand zum führenden Emanuele Pirro, der den besten Start hatte und sich aus allem Kuddelmuddel bisher herausgehalten hat. Hier haben wir die Signale, die Johnny Cicotto gezeigt werden. Platz 2, minus 1,8 Sekunden auf den führenden und plus 6 Sekunden auf Frank Bieler. Die sind wieder größer geworden, es sind jetzt 6,2 Sekunden, die Frank Bieler hinter Johnny Cicotto fährt. Hier haben wir das wunderschön eingeblendet. Frank Bieler kann im Augenblick also nicht ganz das Tempo von Johnny Cicotto mithalten. Also aus eigener Kraft wage ich es jetzt zu bezweifeln, ob Frank Bieler heute an diesem Tag eine Chance hat, diesen ersten Tourenwagen-Cup der Geschichte zu gewinnen. Aber das Rennen ist lang. Es werden natürlich auch die Reifen entscheiden. Johnny Cicotto fährt auf Michelin, Frank Bieler auf Dunlop. Michelin, der französische Reifenhersteller, hat keine Kosten und Mühen gesteuert. Hier Johnny Cicotto, spezielle neue Reifen
zu präsentieren, die in der letzten Woche bei dem Lauf zur englischen Tourenwagenmeisterschaft schon einmal ausprobiert wurden und dort dem Vorpiloten Paul Radicic zu einem guten Ergebnis verhalfen. Hier haben wir die Führenden, Piero und Cecotto. Der Vorsprung schmilzt. Im Hintergrund ganz klein gerade eben zu sehen gewesen, Frank Pieler, dessen Rückstand auf den Führenden Emanuele Piero angewachsen ist auf 7,8 Sekunden. Der Frank Pieler hat sich da in der Startphase natürlich etwas zurückhalten müssen, denn er wusste, wenn es knallt, wenn er von einem der BMW-Fahrer einen Treffer bekommt, dann ist für ihn der Titelkampf gelaufen. Bei Emanuele Piero, der nun nur noch 1,3 Sekunden Vorsprung hat auf Johnny Cecotto, da sah das anders aus. Er hatte nichts zu verlieren. Er konnte beim Start alles riskieren. Hier wieder Frank Pieler. Rückstand auf Piero 7,8 Sekunden. Rückstand auf Cecotto weiter angewachsen 6,5. Die letzte Runde wieder rund 0,2 Sekunden langsamer von Frank Pieler als die von Johnny Cecotto. Und alle vier Fahrer, die diesen Titel noch gewinnen können, die liegen übrigens im Augenblick hier auf dem Nürburgring auf den ersten vier Positionen. Piero auf 1, Cecotto auf 2, Pieler auf 3 und Heger auf 4. Wenn es bei diesem Stand bleibt, dann wäre Johnny Cecotto der erste Gewinner im ADAC Tourenwagen-Cup. Der Grund für den Ausfall von Michael Bartels wird uns übrigens gerade nachgeliefert. Er hatte eine Kollision in der Anfangsphase mit Franz Engstler, einem Mann, den er aus der deutschen Tourenwagenmeisterschaft noch kennt. Beide fuhren Anfang des Jahres einen privaten Alfa Romeo. Inzwischen sind 9 Runden gefahren hier auf dem Nürburgring. Insgesamt 31 Runden zu absolvieren. Und Sie sehen es selber, der Vorsprung von Emanuele Piero wird immer kleiner. Frank Pieler ist jetzt zum ersten Mal schneller gefahren als Johnny Cecotto. Also das könnte natürlich eine Trendwende sein in diesem Rennen. Dahinter Alfred Heger, dann Jockel Winkelhock und Alexander Burgstaller, der allerdings nicht auf dieser Position liegt. Er ist eine Runde zurück. Hier haben wir den Stand in der 10. Runde. Emanuele Piero in Führung vor Johnny Cecotto. Dann Frank Pieler, der jetzt schneller wird. Dann Alfred Heger und Jockel Winkelhock. So sieht es im Augenblick auf dem Nürburgring aus. Wir sind gleich wieder da. Wir kommen zurück auf dem Nürburgring und Sie sehen es selbst, der Rückstand von Johnny Cecotto auf den Spitzenreiter auf Emanuele Piero ist wieder etwas kleiner geworden, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen immer, wenn Cecotto etwas schneller fährt, dann kontert Emanuele Piero sofort und so war das auch in der 12. Runde. Piero fuhr 1:12:54, Cecotto 1:12:57, im Augenblick schwankt das also in der Führungsposition. Der Abstand hier eingeblendet. Piero auf Cecotto 1,18 Sekunden, während Frank Pieler wieder etwas am Boden verloren hat. Er kann nicht die Rundenzeiten fahren, die vor ihm Emanuele Piero und Johnny Cecotto auf den Asphalt legen. Alfred Heger Vierter, dann Jockel Winkelhock und toll unterwegs im einzig verbliebenen Nissan Primera im Feld. Das ist Ivan Capelli, der sich auf den 6. Platz nach vorne geschoben hat. Wir müssen bedenken, er kommt von der 17. Startposition. Da haben wir Frank Pieler. Fährt auf dem 3. Platz, eine Position, die ihm nicht genügt, die Meisterschaft zu gewinnen. Und er hat mir gestern noch gesagt, ich möchte und ich muss diesen Titel gewinnen. Er hat 6 Rennen lang die Meisterschaft angeführt, dann etwas Pech gehabt. Ein verpatzter Start auf dem Österreichring, nur ein einziger Punkt. Dann wurde er verwickelt in den Startunfall auf dem Salzburgring. 0 Punkte und zuletzt in Spa-Francorchamps. Da gab es Schwierigkeiten nach einem Ausrutscher. Die Ölwanne war kaputt und Pieler hatte Glück, überhaupt ins Ziel zu kommen. Und Johnny Cecotto ist jetzt wesentlich näher herangekommen an Emanuele Piero. Da war ein Überrundungsmanöver möglicherweise dran schuld. Und wir haben interessante Gesprächspartner an der BMW-Box. Der interessante Gesprächspartner ist Marc Sora, der Sportleiter bei BMW. Wenn er jetzt vorne bleiben würde vor Frank Pieler, der Johnny Cecotto, dann würde es ihm zur Meisterschaft reichen. Soll er jetzt mit aller Gewalt versuchen, an Piero vorbeizugehen, um dieses Rennen zu gewinnen? Also sicherlich würde es genügen, wenn er hinter dem Piero bleibt. Allerdings, wenn Piero langsamer wird, dann wird Pieler wieder aufschließen. Also er muss ihn wahrscheinlich überholen und ich hoffe halt, dass Piero dann fair spielt. Apropos fair spielt, der Hans-Joachim Stuck war vorher stocksauer, hat gemeint, nach dem Start ist der Johnny in eine Lücke reingefahren, die gar nicht da war, hat ihn klassisch abgeschossen und angedroht, beim nächsten Rennen schießt er den Johnny weg. Wie haben Sie den Start gesehen? Also ich glaube, das sind Situationen, die es einfach im Start, im ersten Eck immer geben kann. Und ich glaube, der Stuck hat da sicherlich überreagiert. Damit zurück zu Thomas Vogt.
Wir kommen im rechten Moment wieder. Es wird spannend zwischen Emanuele Pirro und Johnny Cecotto. Der Abstand ist geschrumpft auf 0,37 Sekunden. Wir sind mitten in den Überrundungsmanövern. Gerade wurde René Hollinger im Mitsubishi Lancer überrundet. Und Emanuele Pirro, der muss jetzt immer wieder in den Rückspiegel schauen, denn dort taucht Johnny Cecotto auf. Anbremsen der Spitzkehre. Und Johnny Cecotto, Max Sora sagte es, der muss sich jetzt ganz gut überlegen, was er macht. Soll er hinter Pirro herfahren, der nun wesentlich langsamer geworden ist? Er fährt plötzlich über einer Minute 13. Und das ermöglicht natürlich Frank Bieler, den Abstand zu den beiden Spitzenreitern zu verringern. Oder soll er mit Gewalt versuchen, an Emanuele Pirro vorbeizufahren? Aber er weiß, er darf nichts riskieren, denn Pirro hat nichts zu verlieren. Wenn es zu einer Kollision zwischen den beiden kommt, bei der Johnny Cecotto auf der Strecke bleibt, dann werden entweder Frank Bieler oder Emanuele Pirro Meister. Aber natürlich könnte auch der Alfred Heger der lachende Dritte sein, denn er fährt aus nach wie vor auf der vierten Position. Und Cecotto ist jetzt ganz, ganz dicht dran an Pirro, der dieses Mal beide Rückspiegel zur Verfügung hat. Beim letzten Rennen in Spa-Francorchamps, der hatte einen der Rückspiegel verloren, gleich in der ersten Runde, als Johnny Cecotto spektakulär an ihm vorbeifuhr. Cecotto ist dicht dran beim Anbremsen des Castroles, aber noch kein Anzeichen eines Angriffs von Johnny Cecotto auf Emanuele Pirro. Inzwischen übrigens 15 Runden gefahren, das heißt, wir sind in etwa bei Halbzeit dieses Rennens, noch 16 Runden stehen hier aus. Die Rundenzeiten sind langsamer geworden. Wieder eine Runde über 1 Minute 13. Davon profitiert Frank Bieler, der nun deutlich schneller gefahren ist in der letzten Runde als die beiden Spitzenreiter. Und der Rückstand nur noch 7,5 Sekunden. Das waren schon einmal über 8. Dahinter Alfred Heger und Jockel Winkelhock, die mit dem Ausgang dieses Rennens wahrscheinlich nicht mehr allzu viel zu tun haben werden. Es wird hier ganz, ganz eng werden zwischen Emanuele Pirro und Johnny Cecotto. Und hier ist Frank Bieler, der nun die Schützenhilfe seines Teamkollegen Emanuele Pirro braucht. Und Pirro hat das angekündigt nach dem letzten Wochenende. Als Frank Bieler ihm half in der italienischen Meisterschaft, hat er versprochen: Ich helfe Bieler in Deutschland. Und nun geht es los. Cecotto scherte zum ersten Mal aus, versuchte innen reinzufahren. Und er ist neben Johnny Cecotto, neben Emanuele Pirro. Und Cecotto ist schneller beim Rausbeschleunigen. Da wird zickzack gefahren auf der Geraden. Cecotto auf der besseren Innenbahn. Was kann Pirro machen? Er kann später bremsen und reinziehen. Und es passiert so. Und da wird Pirro fast angeschoben von Johnny Cecotto, der nun natürlich einen dicken Hals haben wird. Er hat mir heute früh vor dem Rennen noch gesagt, ich hoffe, die Audi-Fahrer spielen fair. Aber Johnny Cecotto hat natürlich einen Audi schon auf dem Gewissen. Den Hans-Joachim Stuck in der ersten Runde. 0,02 Sekunden der Abstand hier eingeblendet. Aber die beiden fuhren nebeneinander. Genau bei Halbzeit über die Ziellinie in diesem letzten Lauf zum Tourenwagencup. Und wieder hat Frank Bieler profitiert. 1:12:68 die Runde von Bieler, 1:13:46 die Zeit von Emanuele Pirro und 1:13:17 die Zeit von Johnny Cecotto, der kurzfristig dieses Rennen also angeführt hat. Und da haben wir Frank Bieler. Der kommt jetzt mit riesen Schritten. Oh, wird das dramatisch. Johnny Cecotto, der ist natürlich informiert über das, was hinter ihm passiert. Noch hat er zwar keinen Blickkontakt zu Frank Bieler, aber er weiß natürlich über Bordfunk und über die Signale, die er von den Boxen erhält, dass Frank Bieler nun von dieser Situation an der Spitze profitiert. Dass das so kommen würde, das habe ich ihm prophezeit, aber das war ja auch nicht schwierig zu erahnen, denn es war klar, dass hier alle Fahrer aus dem eigenen Lager ihren Top-Piloten helfen würden. Und Pirro muss Bieler helfen und die BMW-Fahrer sollten Johnny Cecotto helfen. Aber der Johnny, der ist im Augenblick im Kampf um die Spitze ziemlich allein. Und der Emanuele Pirro, der macht im Augenblick nichts anderes als zuvor Alfred Heger, der Frank Bieler aufgehalten hatte. Und Sie sehen es selber, der Rückstand von Frank Bieler wird immer kleiner. 5,2 Sekunden nur noch auf Johnny Cecotto, der direkt vor ihm fährt. Das wird ein ganz, ganz heißes Finale hier auf dem Nürburgring. Da werden die Köpfe rauchen, jetzt an der BMW-Box und auch bei Audi. Und der Emanuele Pirro, der braucht jetzt ganz, ganz dicke Nerven, um einen Mann wie Johnny Cecotto hinter sich zu halten. Wir erinnern uns an die erste Runde, eine ähnliche Situation. Hier haben wir übrigens die BMW-Box mit Marc Sura, Adolf Brommesberger, der Chef der BMW M GmbH. Und er wird jetzt zittern, was Johnny Cecotto anstellt. Pirro bremst wieder, Cecotto kommt wieder rein. Der darf natürlich auch nicht mit Gewalt auffahren auf das Heck von Emanuele Pirro, denn auch ein 2-Liter-Tourenwagen ist inzwischen recht zerbrechlich. Und der Rennleiter Ali Schatz hat gesagt, wenn hier größere Teile herunterhängen an einem Fahrzeug, dann ist er nicht zu feige, eines dieser Fahrzeuge mit der schwarzen Flagge an die Boxen zu rufen.
Der Vorsprung von Johnny Cecotto, der schrumpft und schrumpft. 4,8 Sekunden, nur noch der Abstand zwischen Johnny Cecotto und Frank Bieler, der wieder einmal eine halbe Sekunde in einer einzigen Runde aufgeholt hat. Nun gibt es gleich wieder Überrundungsmanöver. Immer wieder ist Cecotto dran, der kann schneller fahren, logischerweise die Rundenzeiten 1:13:31 an der Spitze übrigens. Absolut identische Zeiten im Augenblick von Piero und Cecotto. Das ist klar, Piero ist der Bremsklotz. Und da haben wir übrigens Marc Surer, der nun auf dem Weg ist, offensichtlich zur Rennleitung. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Ich weiß nicht, ob er sich beschweren möchte oder ob er dahin zitiert wurde. Das ist ein Finale, wie wir es uns gewünscht haben. Und Cecotto ist wieder dran am Piero. Und er geht wieder zum Blockieren. Und Marc Surer ist übrigens auf dem Weg zur Audi-Box. Es ist klar, was er dort vortragen möchte, dass man doch bitte den Emmanuel Piero anweisen möge, hier nicht so zu fahren, um Johnny Cecotto möglicherweise die Meisterschaftschancen zu nehmen. Und Cecotto ist jetzt innen, neben Emmanuel Piero. Und da berühren sie sich, da berühren sie sich. Und alle beide fliegen im Castrolis in das Kiesbett. Und Johnny Cecotto und Emmanuel Piero sind aber wieder auf der Bahn. Da hat es Cecotto mit Gewalt probiert. War kurz draußen und Piero ist schon wieder dran. Piero ist dran und er attackiert. Und da haben sie sich fast berührt. Cecotto nun auf der ersten Position. Und Frank Bieler ist herangekommen auf unter 4 Sekunden jetzt bereits. Mit Gewalt hat es Johnny Cecotto versucht, an Emmanuel Piero vorbeizugehen. Alle beide absolut am Limit auf der Bremse. Dann gibt es eine ganz leichte Berührung und um ein Haar hätten sie dann auch den Philipp Müller erwischt im überrundeten Toyota. Beide waren draußen. Piero nicht so sehr wie Johnny Cecotto, der voll durch das Kiesbett gefahren ist. Nun also zum zweiten Mal in diesem Rennen eine heikle Situation zu überstehen hatte. Aber es hat geklappt. Cecotto ist vor Piero, dann Bieler, der nun nicht mehr allzu weit weg ist von den beiden Führenden. Aber ich fürchte einmal für die Audi-Piloten, dass Johnny Cecotto die schnelleren Rundenzeiten fahren kann. Da hat Johnny Cecotto hinter Emmanuel Piero etwa so viel Zeit verloren wie in der Anfangsphase Frank Bieler hinter Alfred Heger. Und so sieht es jetzt aus nach 20 gefahrenen Runden. Der Abstand zwischen Cecotto und Bieler 2,72 Sekunden. Jetzt sind wir allmählich in der Phase, wo auch die Reifen natürlich eine entscheidende Rolle spielen werden. Cecotto natürlich mit einer langsamen Rundenzeit, denn der Weg durch das Kiesbett war etwas länger als gewohnt. 1:15:11, Piero vor 1:16:19, Bieler 1:13:17. Noch 11 Runden zu fahren, da kann natürlich noch sehr viel passieren. Johnny Cecotto, der darf sich nicht den kleinsten Fehler leisten. Natürlich auch die große Frage und sicherlich Bangen bei BMW, hat sich Johnny Cecotto bei seinem Ausflug in das Kiesbett möglicherweise etwas am Auto beschädigt. Das wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern, dann wird Frank Bieler vermutlich aufschließen zu Emmanuel Piero, der seinerseits aber vermutlich probieren wird, nun so schnell wie möglich zu fahren, um eventuell noch einmal an Johnny Cecotto heranzukommen. Und wir haben wieder einen Gesprächspartner unten an den Boxen. Im Moment ist Führer dran und dann eben bei Dr. Ulrich bei Audi vorne. Was gab es da für eine Diskussion? Also erstmal hat der Piero den Johnny um 2 Sekunden in der Rundenzeit aufgehalten. Und zum zweiten hat der Piero den Johnny auf der Geraden touchiert. Also das sind total unfaire Manöver. Vor dem Rennen gab es demonstrativ Shakehand zwischen ihnen beiden. Hat sich das Verhältnis jetzt ein kleines bisschen verklärt? Es ist ganz klar, dass sich das jetzt eskaliert. Ich meine, es geht um so viel, aber eben, man sollte einigermaßen fair bleiben. Dann gebe ich gleich mal zu Klaus Reger rüber und der fragt den Dr. Ulrich, wie er das Ganze sieht. Ja, wir haben den Dr. Ulrich hier und der ist natürlich bestimmt auch nicht besonders angenehm berührt von den Manövern von Johnny Cecotto. Wie haben Sie denn das gesehen, Herr Dr. Ulrich? Ja, dass Cecotto und Piero, die Manöver waren hart, aber es war Motorsport. Ich würde nicht sagen, dass da irgendwas Unfaires dabei war. Es war nur nicht ganz so schön zu sehen, wie lange Heger Frank Bieler wirklich aufgehalten hat. Das hat sicherlich die Meisterschaft mitentschieden. Sie glauben, sie ist schon entschieden? Vor dem Ende eines Rennens ist der Renner nie entschieden. Dann warten wir das Ende ab, wünsche Ihnen auch nochmal eine gute. Danke. Weiter mit Thomas.
Ja, nun haben wir beide Meinungen gehört vom BMW und von Audi. Ich würde einmal sagen, es steht 1:1 unentschieden. Der Alfred Heger hat den Frank Bieler aufgehalten, der Emanuel Pirro hat den Johnny Cicotto aufgehalten. Und hier haben wir den Abstand eingeblendet, 3,02 Sekunden zwischen dem führenden Johnny Cicotto, der auch bisher der dominierende Mann war an diesem Wochenende, und dem zweitplatzierten, beziehungsweise den drittplatzierten Frank Bieler. Pirro natürlich auf der zweiten Position. Hat jetzt Milos Bichl überrundet, einen privaten BMW-Fahrer, der nun natürlich schnell Platz machen muss, denn von hinten kommen Emanuel Pirro und Frank Bieler. Cicotto fährt im Augenblick etwas schnellere Rundenzeiten als die beiden Audi-Fahrer. Und da wird Emanuel Pirro aufgehalten von Milos Bichl. Ich habe es ihm gesagt, er muss schnell Platz machen und dann mischt er sich hier ein in den Titelkampf. Das ist natürlich auch nicht allzu schön. Pirro nun aber vorbei an dem privaten BMW und auch Frank Bieler hat den Tschechen überholt. Es sind jetzt noch, wenn die Fahrzeuge bei Start und Ziel durchkommen, 8 Runden zu fahren. Im Augenblick sieht es ganz danach aus, als würde Johnny Cicotto diesen Tourenwagen Cup gewinnen. Der Abstand ist gewachsen, jetzt in dieser Runde natürlich auf 2,11 Sekunden auf Emanuel Pirro, der natürlich bei diesem Überrundungsmanöver etwas am Boden verloren hat. Frank Bieler konnte etwas ausschließen. Aber beide Audi-Fahrer sind im Augenblick deutlich langsamer unterwegs als Johnny Cicotto. Der Stand hier in der 24. von insgesamt 31 Runden. Johnny Cicotto mit 2,11 Sekunden Vorsprung auf Emanuel Pirro, dann Frank Bieler, dann Alfred Heger, der einen riesengroßen Rückstand hat, fast 20 Sekunden. Und nur noch ganz, ganz knapp vor dem Ivan Capelli liegt im besten Nissan Primera. Eine ganz, ganz tolle Leistung des Italieners. Schade, dass Michael Bartels so früh aufgeben musste. Beide Nissan-Piloten hatten hier für das Zeittraining am Samstag nagelneue, stärkere Motoren aus Japan erhalten. Und diese hatten schon im Training sehr gut funktioniert, zumindest bei Michael Bartels. Der Ivan Capelli, der hatte ein Problem. Aber im Rennen fährt er jetzt auf der 5. Position und liegt nur noch knapp hinter Alfred Heger. Der Johnny Cicotto, der war sich ziemlich siegessicher heute früh nach dem Aufwärmtraining. Seine Reifen, so die Aussage des Mannes aus Venezuela, funktionierten optimal und hat auch hier ausgiebig getestet, während wir hier den Abstand eingeblendet sehen, der wieder größer geworden ist. Cicotto wieder deutlich schneller gefahren als die beiden Audi-Piloten. Das BMW Motorsport-Team ist hier zu Hause auf dem Nürburgring, die Mannschaft von Günther Warthofer. Man hat intensiv getestet, sich optimal vorbereitet und natürlich auch diesen neuen Reifen von Michelin, der am letzten Wochenende in der britischen Meisterschaft schon so gut funktioniert hat, optimal auf das Auto abgestimmt. 7 Runden noch zu fahren. Da müssen sich die Audi-Fahrer jetzt etwas einfallen lassen, wenn sie in den letzten Runden hier den Johnny Cicotto den Titel noch streitig machen wollen. Die Teamkollegen haben das Zünglein an der Waage gespielt in diesem Meisterschaftskampf. Aber ich würde sagen, Alfred Heger und Emanuel Pirro, die haben etwa gleich stark eingegriffen. Und ich meine, ohne allzu unfaire Mittel. Die 25. Runde beendet. 2,67 Sekunden der Vorsprung von Johnny Cicotto auf Emanuel Pirro. 3,97 auf Frank Bieler. Und wieder war Cicotto fast 0,3 Sekunden schneller als die beiden Audi-Fahrer. Also wenn dem Johnny Cicotto in den letzten Runden hier nicht irgendetwas passiert, dann ist die Meisterschaft für Audi verloren. Es hätte nach den ersten beiden Rennen niemand gedacht, eine absolute Dominanz der Audi-Fahrer in Berlin und dann in Wunstorf. Aber in Zolder, wir haben es Ihnen vorhin vor dem Rennen gezeigt, da wendete sich das Blatt zum ersten Mal. BMW beflügelt. Johnny Cicotto konnte den ersten von bisher insgesamt 3 Siegen herausfahren. Natürlich eine Vorentscheidung auf dem Salzburgring, als es diese Startkollision gab zwischen Alfred Heger und Emanuel Pirro, die dann auch noch Frank Bieler verwickelt wurde. Es gab ein Nullergebnis, ein doppeltes Nullergebnis für Audi, für Frank Bieler und Emanuel Pirro, während Johnny Cicotto die maximale Punktzahl von 20 Zählern nach Hause fahren konnte. Bei einer Meisterschaft, die nur aus 8 Rennen besteht, da haut so ein Ergebnis natürlich richtig rein. Aber man muss zur Ehrenrettung sagen, auch Johnny Cicotto hatte natürlich solche Ergebnisse. Nur 3 Punkte auf der Berliner Avus und dann ein Nullergebnis beim Flugplatzrennen in Wunstorf, als er einen Reifenschaden hatte. Aber Johnny Cicotto, so sagte er mir,
hat diese beiden ersten Rennen gar nicht mehr in Erinnerung. Er hat sie aus seinem Gedächtnis gestrichen, denn damals, so seine Aussage, war das ein ganz anderes Auto. Sie haben es selber gesehen, der Abstand von Frank Bieler auf Johnny Cecotto ist weiter angewachsen. Da geht nicht mehr viel, 4,38 Sekunden. Jetzt fast eine halbe Sekunde ist Frank Bieler langsamer gefahren als Cecotto. Es könnte natürlich an den Reifen liegen, aber das Ganze werden wir nach dem Rennen erfahren. Im Augenblick können wir nur spekulieren. Cecotto war der dominierende Mann am ganzen Wochenende, fuhr bereits am Freitag im freien Training die schnellste Zeit, war dann im Zeittraining souverän das schnellste und die größte Überraschung eigentlich für alle Insider hier war seine Bestzeit im Regentraining am Nachmittag, als er erneut schneller fuhr als die Audi-Piloten, sie wissen es, und die sind mit Allradantrieb unterwegs. Audi hatte man natürlich etwas auf Regen gehofft bei diesem Finale, denn am Nürburgring hatte schon sehr, sehr oft geregnet. Tatsächlich, gestern Nachmittag kam dieser Regen, es ging die ganze Nacht weiter, aber heute früh dann strahlender Sonnenschein hier auf dem Nürburgring. Temperaturen über 20 Grad, optimale äußere Bedingungen, vor allem für BMW. Aber bei Audi hat man gesagt, man muss natürlich auch auf trockener Strecke in der Lage sein zu gewinnen. Heute scheint es nicht zu sein. Johnny Cecotto ist der überlegene Mann und er ist der einzige BMW-Fahrer im Augenblick, der unter den ersten fünf zu finden ist, denn Ivan Capelli hat sich inzwischen auf den vierten Platz nach vorne geschoben. Rinaldo Capello ist fünfter und Alfred Heger nur auf der enttäuschenden sechsten Position. Jockel Winklock ist auf Platz 7 zurückgefallen und Terry Butzen ist auf Platz 8 im Augenblick der beste Ford-Pilot. Und das könnte natürlich ein Indiz dafür sein, dass es tatsächlich Reifenprobleme bei Audi gibt, denn Audi fährt mit der gleichen Reifenmarke wie auch Alfred Heger und Jockel Winklock bei BMW und die liegen im Augenblick eine halbe Minute zurück. Und da haben wir Ivan Capelli im Nissan Primera im Bild, dahinter fährt Rinaldo Capello, die beiden Italiener. Ivan Capelli braucht dieses gute Ergebnis, diesen vierten Platz, denn er hatte in diesem Jahr noch nicht viel zu lachen im Tourenwagen-Cup. Immer wieder Pleiten, Pech und Pannen. Er war fast immer langsamer als Teamkollege Michael Bartels und seine Tage im Tourenwagen-Cup bei Nissan schienen bereits gezählt. Aber heute hier am Nürburgring beim letzten Rennen fährt er bisher ein tolles Rennen, liegt im Augenblick auf der vierten Position. Drei Runden noch dauert der Tourenwagen-Cup 1994. Der Mann, der ihn wahrscheinlich gewinnen wird, heißt Johnny Cecotto, der den Vorsprung auf seine Verfolger in den letzten Runden immer weiter ausgebaut hat. In der letzten Runde fast eine halbe Sekunde rausgefahren auf Emanuele Pirro. Läuft Johnny Cecotto auf den überrundeten Ford Mondeo von Bruno Eichmann, der gegenwärtig auf der 14. Position fährt, der Schweizer. Johnny Cecotto hatte einmal schon kurz die Fernlichter angemacht. Er muss natürlich aufpassen, dass er jetzt keine Fehler mehr macht. Eichmann macht brav Platz, Johnny Cecotto ist vorbei. Wenn er hier bei Start und Ziel vorbeikommt, dann beginnen die letzten zwei Runden für Johnny Cecotto. Er hat mir gesagt, das wäre der größte Erfolg für ihn bisher, abgesehen von seinen drei Weltmeistertiteln im Motorrad, wenn er den Tourenwagen-Cup gewinnen kann. Er war einmal italienischer Tourenwagenmeister, hat im letzten Jahr den ADAC GT Cup gewonnen, aber der hatte natürlich einen ganz anderen Stellenwert als in diesem Jahr der Tourenwagen-Cup. Für BMW wäre es ein ganz wichtiger Titel, denn das Engagement im Tourenwagen-Cup ist der wichtigste Einsatz von BMW in diesem Jahr. Für BMW gab es heute schon einmal Freude an diesem Tag, nämlich die Nachricht aus Japan, aus Nishi Sendai. Da hat Steve Soper die beiden Läufe zur japanischen Tourenwagenmeisterschaft gewonnen und damit vor dem Finale die Führung in der japanischen Serie erobert. Es könnte ein ganz, ganz großer Tag werden für BMW, wenn Johnny Cecotto jetzt die letzten anderthalb Runden hier auf dem Nürburgring übersteht. Also aus eigener Kraft werden die Audi-Fahrer hier nichts mehr bewegen können. Pirro abgeschlagen, 3 Sekunden zurück, Bieler über 4 Sekunden. Wir sehen oben links die BMW-Mannschaft, in der Mitte den Rennkoordinator Marc Surra. Und Johnny Cecotto geht jetzt zum letzten Mal, das heißt zum vorletzten Mal, biegt er in die Startzielgerade ein. Er beginnt die letzte Runde, fährt im Augenblick konstant die schnellsten Rundenzeiten an der Spitze, hat es auch nicht mehr allzu eilig, denn der Vorsprung auf Emanuele Pirro und Frank Bieler ist groß genug. 3,4 Sekunden auf Bieler, auf Pirro, 4,3 Sekunden auf Bieler, der jetzt ebenfalls vorbeifährt am Bruno Eichmann.
Da kann eigentlich in der letzten Runde, die nur 3,029 Kilometer lang ist, nichts mehr passieren. Eine Triumphfahrt von Johnny Cecotto. Aber dieser Triumph ist zweifellos verdient für den Mann aus Venezuela, der mir heute noch erklärt hat, was so wichtig ist beim Fahren mit einem 2-Liter-Tourenwagen. Man muss sehr präzise fahren, man muss das Auto immer am Rollen halten. Und sein Fahrstil, so seine Aussage, hat er damals im Motorrad gelernt, denn auch dort konnte man nichts übertreiben. Das macht ihn möglicherweise in diesem Auto so stark. Die letzte Kurve für Johnny Cecotto. Und dann ist er der Champion im ersten ADAC Tourenwagen Cup. Der vierte Saisonsieg für den Mann aus Venezuela, der die Lichter eingeschaltet hat. Johnny Cecotto hat es geschafft. Ein tolles Rennen von ihm. Er gewinnt den Tourenwagen Cup, er gewinnt das letzte Rennen. Riesenjubel bei BMW. Der zweite Platz in diesem Rennen geht an Emmanuel Pirro. Der dritte an Frank Bieler, der damit Vizemeister wird. Aber neuer Titelträger ist Johnny Cecotto. Johnny Cecotto gewinnt also hier auf dem Nürburgring, gewinnt den Tourenwagen Cup. Johnny Cecotto hat das Rennen heute auf dem Nürburgring gewonnen und damit auch den Tourenwagen Cup. Es war klar, es kann nur einen Meister geben. Es war ein würdiges Finale, ein spannendes Finale. Johnny Cecotto hat es gewonnen und damit die Meisterschaft entschieden. Emmanuel Pirro Zweiter in diesem Rennen, Frank Bieler Dritter, Bieler damit Vizemeister. Und Rinaldo Capello hat im letzten Moment noch Ivan Capelli überholt. Hier wird gefeiert bei BMW und wir sind gleich wieder da. Das war ein dramatisches Finale in diesem ersten ADAC Tourenwagen Cup. Eine Rennserie, die auf dem aufstrebenden Ast ist, die etwas mäßig begann auf der Berliner Abus, aber hier mit einem großartigen Finale auf dem Nürburgring endete. Johnny Cecotto ist der neue Meister oder der erste Meister überhaupt im Tourenwagen Cup. 107 Punkte, am Ende doch ein deutlicher Vorsprung auf Frank Bieler. Emmanuel Pirro hat sich mit seinem zweiten Platz heute in der Meisterschaft noch auf den dritten Platz nach vorne gearbeitet. Alfred Heger muss mit dem vierten Platz leben können. Markus Österreich als fünfter bester Fahrer eines frontgetriebenen Fahrzeugs. Heute Österreich im Rennen auf den neunten Platz hinter seinem Markenkollegen Terry Butzen. Michael Bartels heute ausgeschieden und Rinaldo Capello siebter in der Meisterschaft. Er hat übrigens hier auf den Nürburgring in der letzten Runde doch noch den Nissan von Ivan Capelli auf den fünften Platz verdrängt. Die insgesamt 35.000 Zuschauer haben ein spannendes Rennen gesehen, das natürlich gekennzeichnet waren von den Strategien in Sachen Meisterschaftsendkampf. Alfred Heger, der Markenkollege von Johnny Cecotto, hat Frank Bieler in der Anfangsphase aufgehalten. Und dann war es Emmanuel Pirro, der Teamkollege von Frank Bieler, der Johnny Cecotto einbremste. Aber Cecotto behielt die Nerven, presste sich vorbei an Emmanuel Pirro, musste zwar im Castroles kurz in das Kiesbett, aber es hat gereicht für Johnny Cecotto, diese Meisterschaft zu gewinnen. Der vierte Sieg für den Mann aus Venezuela, der vierte Sieg auch für BMW. Es war eine One-Man-Show von Johnny Cecotto in seinem BMW. Pardon, es war natürlich der fünfte Sieg für BMW, denn der Alfred Heger, der hatte auf dem Österreichring ebenfalls für BMW einen Sieg erzielt. Aber Cecotto sicherlich der dominierende Mann bei BMW, der in der italienischen Meisterschaft dieses Jahr überraschend keine entscheidende Rolle spielen konnte. Dort fuhr er für ein anderes Team, fuhr auch auf anderen Reifen. Hier in Deutschland aber im Team von Günther Warthofer in der offiziellen BMW-Werksmannschaft. Da war er der große Mann. Und alles weitere jetzt von Peter Kohl. Wir hätten gerne die Sieger natürlich im Interview gehabt, aber da können Sie sich vorstellen, was jetzt los ist. Da geht momentan gar nichts. Das werden wir alles im Laufe des Tages noch im Sportreport unter Umständen im DSF nachliefern. Es gibt natürlich noch ein weiteres Rennen hier, nämlich um den GT Cup. Auch da der letzte Lauf, das hier am Nürburgring. Den sehen Sie morgen in aller Ausführlichkeit mit Hintergründen, Porträts, Analysen, was dazu gehört, ab 20.15 Uhr. Das war's vom Tourenwagen Cup, der ersten Rennserie des Tourenwagen Cups 1994. Ich darf mich für Ihr Interesse bedanken. Auf Wiedersehen. Tschüss.